Du möchtest wissen, welches Holz du für deine Holzkonstruktion im Außenbereich nutzen solltest? Das erfährst du gleich nach dem Intro. Bleib dran! Dass ihr noch da seid. Welches Holz soll ich für mein Carport nehmen? Höre ich immer wieder diese Frage. Das versuche ich heute mal in diesem Video aufzuklären. Ich möchte euch nicht mit irgendwelchen Fachbegriffen oder Festigkeitsklassen, Schnittklassen oder so weiter langweilen. Ich mache es ganz einfach für den Laien verständlich. Im Grunde unterscheiden wir drei Holz Varianten, sage ich jetzt mal. Wir fangen mal mit der ersten an, das ist Bauholz. Bauholz ist meistens sägerau, bekommt ihr nur in Längen von 4 bis 5 Meter. Es ist auch noch nass, in den meisten Fällen, und ist eigentlich nur geeignet für Sachen, die jetzt nicht unbedingt sichtbar sein sollen. Beziehungsweise könnt ihr es nutzen für Betonverschalungen oder irgendwelche Schuppen, die am Ende verkleidet werden, Hühnerstall etc. Für eine Sichtkonstruktion sehr ungeeignet. Besser kommt ihr da mit KVH. KVH ist die Abkürzung für Konstruktionsvollholz. Dieses Holz bekommt ihr bis zu einer Länge von 13 Meter. Es ist dann so miteinander verleimt, so längs, so eine Verzahnung. Es sieht zwar ein bisschen spielig aus, aber keine Sorge, die Verleimung hält. Eher bricht das Holz davor oder dahinter. Im Querschnitt bekommt ihr maximal, glaube 16 auf 24. Und meist verbreitet ist die Holzart Fichte oder Tanne. Ihr bekommt es auch in Douglasie oder Lärche. Dann ist es ein bisschen wetterresistenter, ist natürlich auch dementsprechend ein bisschen teurer. Der Nachteil am KVH ist, oder sagen wir erstmal den Vorteil, es ist auf jeden Fall trocken. Es ist technisch getrocknet auf 15% plus minus 3% Restfeuchte. Und jetzt der Nachteil: Es können leichte Verdrehungen auftreten und auch Risse durch den Trocknungsprozess. Wem das nicht stört, der kann diese Sache ohne Bedenken für seine Konstruktion im Außenbereich, seine Sichtkonstruktion nehmen. Er muss halt bloß mit diesen Dingen leben können. Das Holz ist von Hause aus gehobelt und hat gefaste Kanten. Ja, ist aber, wie gesagt, wem die Sachen nicht stören, mit den Rissen und mit den Verdrehungen, kann dieses Holz unbedenklich nutzen. Wer noch auf mehr Qualität steht, dem empfehle ich BSH. Das ist die Abkürzung für Brettschichtholz. Brettschichtholz besteht aus mehreren Lamellen, zusammengeleimte Lamellen. Die Lamellen sind meistens 4 cm dick und werden übereinander verleimt. Dadurch sind natürlich auch größere Querschnitte möglich und auch längere Längen. Dieses Holz bekommt ihr auch meistens in Fichte, könnt ihr aber auch in Lärche oder Douglasie bestellen. Es ist gehobelt
und alle Kanten sind auch gefasst. Und der Vorteil bei diesem Holz, es ist auch getrocknet auf 15% Restfeuchte, plus minus 3%. Aber es entstehen nicht mehr diese Trocknungsrisse. Dadurch, dass diese mehreren Lamellen miteinander verleimt sind. Verdrehungen sind dadurch auch nicht mehr möglich und das Holz ist dadurch auch stabiler. Es ist natürlich auch ein bisschen kostenintensiver, aber ihr habt auf jeden Fall ein schönes Holz, wenn ihr Risse und sowas nicht mögt. Gut, das sollen eigentlich meine Empfehlungen sein. Wenn ich euch mit diesem Video weitergeholfen habe, würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt und vielleicht ein Abo dalasst. Das soll es von meiner Seite gewesen sein. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es unten in die Kommentare oder schickt mir eine E-Mail. Ja, dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao.